Hier kommt er zum letzten Mal. Machen wir Lärm für unsere Nummer 7! Zuhause gegeben hat, auf euch beiden großes Dankeschön.
beide Meisterschaften gewonnen hat. Damit hat euch jemand, den er sein Geschäft hat, betreut hat, sich gesorgt hat, damit man mehr als ich wusste, wo es umgeht. Das ist der Franz Kaller. Ich finde, Franz, es gibt wahrscheinlich viele Schwankungen, aber kannst du es als eines erzählen? Also wenn ich ein besonderes Schwanker von viel erzählen sollte, das ist nicht so lange her, aber da hat es aber einen Stockschlag gegeben, oder viel ein Glied eines Fingers verloren hat. Und ich war in der Garderobe, wie du mit dem Arzt gesprochen hast, und der Arzt war leicht nervös und die Antwort von viel war nur, brauche ich das? Es war nur wichtig, so schnell wie möglich aufs Eis zurückzukommen, und das ist auch der Grund, die Benchmark, die viel gesetzt hat in den letzten 19 Jahren, die du da warst. Abseits der Spiele, der Statistiken, Strafminuten, du hast charakterlich immer alles für das Team gegeben und immer das Team in den Vordergrund gestellt. Und es war mir eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Danke fürs Geld. Vielen herzlichen Dank an unseren Präsidenten Hans Schmidt und unseren Friedrich Schiller, für mich sein Geschäftsführer auch, hat er mir gesagt, die Treue ist der Lehrer wahr. Und das trifft auf die hundertprozentig zu. Und Dankeschön, dass du uns gesagt hast, dass du uns gehalten hast. Super, Dankeschön. Meine Fans, wir haben einen ganz kurzen Videobeitrag vorbereitet. Den schauen wir uns jetzt an und den zählen wir, würde ich vorschlagen, gemeinsam ein. 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's! Großes Dankeschön.
ohne euch hätte ich das Ganze nicht geschafft. Und diese riesige, lange Reise mit Eishockey, ja, wäre ohne euch einfach nicht möglich geworden. Also, ich liebe euch. Vielen Dank. Dann noch an meinen großen Bruder, den André. Danke, dass du beim ersten Mal dein Eishockey Sachen gemacht hast. Ich glaube zwar nicht immer, dass die Eltern gezwungen haben, aber danke. An den ganzen Verein und an den Präsidenten natürlich ein riesiges Dankeschön, dass ich die Chance gehabt habe, für euch hier in Wien zu spielen. Und es war eine riesen Ehre, diese Jahre mit euch zu verbringen. Vielen Dank. Und als letztes mag ich mich noch bei euch allen hier bedanken, von den Sponsoren bis zu euch Fans, bis zu den Fanclubs. Das ist alle ein Wahnsinn, ich weiß, wie viel Zeit, Kraft und Geld investiert, und ich weiß, von euch allen wäre das alles mir nicht möglich geworden. Ich danke euch von ganzem Herzen, bleibt so lustig. Dankeschön. Ja. Und tut mir leid, jetzt hätte ich fast die Allerwichtigste vergessen. Dann fliege ich noch ein Klaps da hinten nachher. Meine Frau natürlich. Meine Tochter Lea. Danke für die Zeit. Für alles andere. Mir fehlen gerade die Worte. Doch, ich liebe euch über alles. Wir sind das beste Team. Danke. Und eins muss ich noch erwähnen, ich glaube 2040 vielleicht müssen wir vielleicht das noch runternehmen, weil der Phil Junior kommt im März. Und mal schauen. So, das ist jetzt eure Gehaltsfilm hier. Da werden wir uns dann etwas Besonderes ausdenken. Der Phil wird uns sagen, von dem gibt es weg, wenn das versteigert wird. Und Phil, du musst jetzt aufpassen. Denn jetzt passiert etwas ganz Besonderes, und zwar, du hast es angesprochen, die Fanclubs, ja, die haben etwas ganz Tolles für dich vorbereitet. Aufpassen, Phil, das ist jetzt für dich.